Let's do this. Mit mehr Intelligenz. Man weiß ja nie, ne? Und Glücksspiel, Glück abholen. Das soll zwar nicht das Waffenrollen beeinflussen, aber wir tun einfach mal ganz kurz so, als ob. Herstellungsloadout. Boom, Schakalaka. Ghoul-Töter. Jäger. Gourmet. Henker. Rasen. Okay, behalte ich. Junkie. Ach, come on. Aber wäre sowieso jetzt vorbei. Wir haben keine legendären Module mehr. Schade, schade, schade. Wir werden jetzt mal die High-Value-Waffen in den Verkauf setzen, damit wir die auf jeden Fall schnell loswerden. Wie viel Platz haben wir denn noch? Noch ein bisschen, Ich rufe auch mal kurz nach wegen Van de Klop. Wer ist mehr wert? Van de Klop oder unsere neue Vierfach? So, wo ist denn Van de Klop? Da unten. Van de Klop. Schadensresistenz beim Zielen. Ist auch Feuerrate. Was eignet sich denn für uns besser? Wovon halten wir denn am meisten? So, Schadensresistenz beim Zielen. Und hier haben wir... Oh! Feuerrate und weniger Wets Aktionspunkte kosten. Das ist schon... Ist schon prächtiger. Wir nutzen das Ding eher als Wetzwaffe. Das bedeutet eigentlich, dass wir eine neue Van de Klop haben. Dann komm mal kurz hier rüber, Van de Klop. Es war schön mit dir. Wir müssen da aber einen neuen Skin drauf machen, sonst können wir den nicht verkaufen. Und du bist die neue Van de Klop. Details. Umbenennen. Van de Klöppchen. Flop müssen wir aber noch ummodeln, bevor wir das nächste Mal damit in eine nicht blutige Daily Ops gehen. Hat er genommen? Oder, ach nee, muss ich ja noch reinlegen dann, ne? Ja, Van de Klöppchen. Einen neuen Skin für Van de Klop. Dann können wir das Teil in den Verkauf setzen, weil... Naja, weil wir das Ding auf jeden Fall für viele Kronkorken loswerden. Van de Klop. Standard aussehen. Cool. Und wieder ran an den Verkaufsautomaten. Ach so, ja, Kaffee, ne? Kaffee und Muni mal einstecken. Damit sich der Kram hier neu sammelt. Oh, lecker, Mensch. Ich freue mich jetzt schon auf den Kaffee von morgen früh. Aber wirklich, was sagt das über mich aus? Der Verkaufsautomat. Van de Klop kann verkauft werden. Für, ich guck nach. Wow. 13.000 Kronkorken schneller Verkaufspreis. 13.000. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt ausschließlich die schnellen Verkaufspreise minus einen Kronkorken. Ja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ich will trotzdem mal ganz kurz gucken, was mir FED76 sagt wegen Feinde Klöppchen. Oh, das hatte ich ja noch gar nicht gehabt. Also hier steht, dass man diesen Gegenstand theoretisch gar nicht in Kronkorken handeln kann, weil pro Person gar nicht genug Kronkorken vorhanden sein können. Das bedeutet doch nur Gutes, oder? Sehr schön. Van de Klöppchen. Nice, schön, dass du mit dabei bist. Und Van de Klop jetzt weg für 12.999 Kronkorken. Fett, ey. Nice. Und jetzt bitte die Blutige als nächstes. 7.000 Kronkorken schneller Verkaufspreis. Da hätte jetzt auch weniger stehen können. 6,99 direkt in den Verkauf. Flup, 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 flup. Und ich habe jetzt auch mal nebenbei alle Waffen unter 3.999 Kronkorken in den Verkaufomat gesteckt. Weiter anstachelnd. Auch nicht verkehrt. 5.000 schneller Verkaufspreis kommt in den Verkauf. 4,999. Ka-ching. Anti-Armor. Und Feuerrate. Das könnte wieder was ganz Besonderes sein. What the heck? Schneller Verkaufspreis. 23.000 Kronkorken. Oh mein Gott. Haben wir nicht selber dafür Verwendung oder so? Eigentlich nicht, ne? Also gerade in den Daily Ops habe ich lieber vierfach. Jetzt halt mit Van de Klöppchen, wo nicht mal ein Preis angezeigt wird. Ich verkaufe das Ding, ne? Zum schnellen Verkaufspreis von 22.999 Kronkorken. Fluppdiwupp, die nächste Handmade, bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 11.000 schneller Verkaufspreis. Wir sind reich. Wir sind sowas von reich. 10.999 Kronkorken.
Wir müssen aufpassen. Nicht, dass wir hier kronkorkentechnisch quasi über Nacht überfüllt sind. Das muss nicht sein. Jetzt kommen noch die Junkies. Mal gucken. Nee, gar nichts. Die kann direkt weg. Wird nicht mal im Preis angezeigt. Die Menge an Kronkorken ist einfach zu klein. Ich probiere die noch mal kurz aus. Naja, 5000 schneller Verkaufspreis. Also 4999 Kronkorken. Und last but not least diese hier. Naja, und hier hätten wir das untere Preislimit, aber immer noch verkaufsrelevant. 3999 Kronkorken. Boom, Schakalaka. Was für ein schönes Angebot. Außerdem ist dies hier eine neue Aufnahme. Scheinesegen ist durch. Wir haben andere wichtige Dinge zu erledigen. Am 6. Dezember wird wahrscheinlich die nächste Season losgehen, wenn das wieder lückenlos vonstatten geht. Das bedeutet, bis dahin möchte ich meine Powerrüstung fertig haben. Und ich habe so eine leichte Ahnung, warum unsere Powerrüstung das letzte Mal so ein bisschen schwächer war, weil uns quasi der Bloody-Faktor mit dem Notfallprotokoll fehlt. Und um das sowie die kalibrierten Stoßdämpfer auszubauen, brauchen wir noch 5 violette Fluchse und Kleber. Kleber kriegen wir bestimmt heute hier bei unserem Kollegen. Um die Ecke würde ich jetzt erstmal stehen lassen. Ich möchte mich nicht unnötig belasten. Zeig mal bitte trotzdem. Short. Kleber ist da. Also Kleber ist halt kein Problem. Das ist schön. Wir brauchen aber rohe violette Fluchse und den Kram dafür. Ich habe schon mal geguckt gehabt und zwar... Warte mal. Ne, 9 Level schaffe ich bis dahin nur bedingt. Ich mache das hier mal aus. Das soll mich hier gar nicht weiter irritieren. Nein, 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 nein. Ich möchte hier eine Atombombe pflanzen. Genau hier. Hier gibt es jede Menge rohe violette Fluchse. Aber damit wir dann auch da die Utensilien bekommen, um aus den rohen Fluchsen, ihr wisst schon, den guten Kram herzustellen, brauchen wir eine ganz spezielle Waffe, um das so ein bisschen effektiver zu gestalten. Und zwar ein Injektorgewehr. Das hatten wir jetzt nicht zu finden. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. No way. Nee, haben wir nicht. Also wollen wir uns ein Injektorgewehr basteln. Das ist das richtige Lot dort hier, ne? Was wurde da oben gerade angezeigt? Irgendeine Karte hat gefehlt. I don't know. Nochmal zurück. Manchmal zeigt er das an, auch wenn das nicht so wirklich stimmt. Ist auch gar nicht so wild, ne? Vielleicht mal wieder updaten. Wir wollen herstellen ein Injektorgewehr. Ich glaube, es ist eine mechanische Waffe. Richtig. Sind die ja alphabetisch geordnet? Ich glaube schon. Injektor, Gewehr, Pistole. Ach, hier bei Improwaffen. Naja, so improvisiert ist das natürlich jetzt nicht. Kein Level? Echt nicht. Kann man da wenigstens rummodeln, wenn man möchte? Ja, kann man tatsächlich. Ich brauche das Dingeling hier. Blähfliegen, Larven, Spritze, Lauf. Genau, dafür brauchen wir eine Blähfliegendrüse. Kein Problem. Und ansonsten so, Kolben, okay. Visier hätte ich gern, ein Reflexvisier, jetzt schon mal dran. Und dann gehen wir mal ganz kurz auf die Blähfliegenjagd. Ich kenne da eine ideale Location, wo fast immer eine Blähfliege zu finden ist. Vielleicht aber auch noch mehr, nämlich die ein oder andere Wackelkopfpuppe. Hallöchen, Hundis. Plopp. Köpfchen bitte. Also, dass ich jedes Mal den Wettsmodus nach einem neuen Login auf Kopf einstellen muss. Wohin soll man denn sonst zielen? Alles andere macht doch viel weniger Sinn. So, Location Nummer 1 für Wackelkopfpuppen. Los, 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 los. Wir haben doch keine Zeit. Nein, aber das Heft ist da. Zumindest ein Anfang. Ebenfalls als Vorbereitung für Season 11, ne? Jetzt kommt die 11. Nach 10 kommt auf die 11. So. Bettchen gucken. Nein. Gut. Aufs Feld. Wir brauchen eure Drüsen. Ihr kleinen Schlängel hier. Nicht von dir. Von einer Blähfliege. Blutkick. Nein. 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 Oh Gott. Nicht, dass wir Pech haben. Nicht, dass wir noch eine andere Location anpeilen müssen. Nee. Uncool. Wackelpuppe. Nicht mal hier. Frechheit. Was für eine bodenlose Frechheit. Aber Zuckerbomben, die nehmen wir mit. Und das hier noch. Und das hier noch. Das macht sich ganz gut im Verkauf. Ey, ihr Blähfliegen, was soll denn das? Blutkäfer, nein.
Bienenschwarm. Nein, auch den Bienenschwarm möchte ich nicht. Ich möchte eine Blähfliege haben, wenn man mal eine sucht, ne? Jetzt lasst mich mal ganz kurz überlegen. Eigentlich gibt es die auch nahezu überall. Aber hier war ich fast sicher, dass wir eine finden. Auf jeden Fall so eine sumpfige Location. Da war doch hier drüben. Ich meine jetzt komplett über die Karte und so. Muss eigentlich nicht sein. Ich guck mal eben. Ach, guck mal, hier oben ist sogar wieder so eine komische Aufgabe. Nordöstlich von Freddy. Ab zu Freddy, bitte. Freddy, ey, wo bist du? Zack, weg mit dir. Wir brauchen Blähfliegen. Und nicht euch, ihr elenden Ghoul und Wendigo. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, 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 ich bin blutig, ich bin sehr blutig. Oh Gott. Wenn ich jetzt wegsterbe, dann ist alles zu spät. Ist irgendwo in Sicherheit auf dieses Stoppschild. Das gilt auch für euch, ihr lieben Ratten. Stopp steht auch für euch. Dort auf diesem Schild. Na, Kronkorken, bisschen Muni einpacken. Und die Stimpacks, nein. Zollstock ebenfalls, nein. Gut, weiter, come on. Let's do this. Nordöstlich, ne? Östlich, Norden. Ja, hier. Hier sollten jetzt die Blähfliegen kommen. Oh, das wird bestimmt super. Super effektives Abfarmen von gehärteter Masse, hochradioaktiver Flüssigkeit und leuchtende Masse. Ich glaube, das war das dritte, ne? Hallo, liebe Blähfliegen. Nun zeigt euch doch mal endlich. Wo ist die Aufgabe? Da drüben. Ein bisschen weiter links. Da kommen sie gleich. Wir haben es fast geschafft. Just a minute, please. Bienenschwarm. Na klar, ey. Da liegt sie. Da ist eine Blähfliege. Die gehört mir. Ich brauche deine Drüse, Mensch. Nicht so weit wegspringen, bitte. Drüse, Drüse, Drüse. Nein, nein. Nein, ich habe sie wahrscheinlich zu gründlich zerlegt. Come on. Oh, hier ist ja richtig viel los. Nice. Drüse. Nein. Drüse. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott. Der Weg zur Erleuchtung kann ich jetzt nicht. Ich brauche die Drüse. Da ist sie. Fusionskern kriege ich auch. What the heck? Wo hast du denn bitte den her? Übel. Honig. Ja, die nächste Convenience-Tour steht bald an. Die neue Season geht los. Da sollten wir uns natürlich dementsprechend vorbereiten. Ich freue mich ja riesig auf das Nuka-Cola-Update. Das wird großartig. Und ansonsten keine Honigwaben. Müssen wir auch mal wieder sammeln. Vielleicht jetzt. In dem Moment, wo ich gerade dran denke. Bevor ich es vergesse. Floppdiwupp. Und jetzt verlass uns nicht, du liebes Glück. Und jetzt verlass uns nicht unser Glück. So, und jetzt verlass uns bitte nicht, liebes Sammelglück. Und jetzt verlass uns bitte nicht, liebes Sammelglück. Erstmal ein klares Schiff machen, meine Güte. Hier ist schon wieder alles voll mit Robotern. Oh, hier ist eine Puppe, das ist schön. Nahkampf-Wackelkopf-Puppe. Und die Honigwaben. Jedes Mal, naja, nicht jedes Mal, instanzbedingt. Und dann läuft da ein Countdown ab, eine Cooldown-Zeit. Und wenn wir schon mal hier sind, gucken wir gleich mal, ob wir eventuell noch Maulwurfsratten finden. Oh, wir haben Glück. Nein, ich meine natürlich die Zuckerbomben hier in diesem Gebäude. Ja, zwei Stück. Sauber. Vielen Dank für den Hinweis. Glorreich. Wir können weiter. Sahne, natürlich. Ebenfalls für einen sehr, sehr wichtigen Tee. Hier drüben. Chaoswatts Creamery. Im Leben geht es doch oft um Sahne. Wie heute zum Beispiel. Wir brauchen frische Sahne in verschlossenen Flaschen. Eventuell ohne Konservierungsstoffe. Aber sicher bin ich mir da nicht. Nein. Alles schon offen. Ah, hier ist eine. Dankeschön. Nicht sofort trinken. Wir haben anderes mit der Sahne vor. Wir hoffen mal, dass wir drüben Glück haben. Oh, Zucker. Ja, Zucker bräuchten wir wahrscheinlich auch. Und vielleicht haben wir ja Glück. Hier schlägt gleich eine Atombombe ein. Wo genau? Oh, es ist nicht die Mutti. Da drüben. Achso, das ist Earl. Aber was gibt's da für Fluxe? Gibt's da rohe, violette Fluxe? Ich guck mir nochmal die Karte an. Die Fluxkarte. Nee, die gibt's da drüben überhaupt nicht. Können wir auslassen. Küchlein, haben wir Glück. Come on. Ist hier sonst doch irgendwer, der es wissen möchte?
Nein, kein Kuchen für Leo heute. Schade. Aber vielleicht Sahne. Oh ja, Volltreffer Jackpot. Cremiger Jackpot. Und noch ein bisschen Kohle. Warum eigentlich nicht, ne? Zucker, wir können. Wir wollen auch. Wir wollen jetzt erstmal den Injektor basteln. Bei uns im Camp. Home sweet home. Glücksspiel, Glück abholen. Buhu-Maschine anschmeißen. Hatten wir noch irgendwas zu verticken hier? Ach ja, dich, genau. Ich habe mich schon gewundert gehabt, warum ich so schwer bin. Wir wollen hierhin Bauloadout und nun herstellen. Oh, die Buhu-Maschine. Wir hören sie bis hier drüben. Wie gut ist das denn mal bitte? Impro. Ach so, hatten wir ja schon. Ne? Modeln, modeln. Lauf. 10. Hä? 10 Stück brauchen wir. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir hätten alle mitnehmen sollen, aber einen hatte ich doch mitgenommen gehabt. Was ist denn da bitte kaputt? Ach, zerlegt wahrscheinlich, ne? Gerade eben im Eifer des Gefechtes. Oder überhaupt nicht mitgenommen? Na gut, dann eben Schnitt, Schnitt. Wir hatten Glück gehabt, sie lagen doch hier. Wir haben jetzt 2 Blähfliegendrüsen. Ich guck mal kurz, ob wir noch eine andere Location auf die Schnelle finden. Ansonsten Serverhopping. Aha, hier drüben sollen auch neben den Blutkäfern ebenfalls Blähfliegen rumschwirren. Da bin ich aber gespannt. Vorsichtig, wir haben keine Rüstung an. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verinnerlichen. Blähfliegen. Blutkäfer, naja, ein Anfang. Zumindest ein Insekt. Es hing im Boden fest. Auch dieses hier. Blähfliege brauche ich. Eine kleine, feine Blähfliege. Aber ich habe noch andere Locations gefunden. Im Internet. Damit das hier ein bisschen... Ne, genau. Nein. Also, es gab zumindest das Potenzial, dass hier Blähfliegen auftauchen. Aber offensichtlich hatten wir kein Glück mit diesem Potenzial. Modifikation. Sie leuchtet so schön. Ich nehme sie mit. Kein Glück hier, ne? Hier nochmal rumgelaufen. Nee. Nee, wo soll ich jetzt noch hingehen? Das war das Southampton Estate, ne? Southampton Estate. Ja, das war das. Okay. Aha. Toxic Valley. Kitty Corner Cabins. Ja, stimmt. Genau, das war. Hier drüben. Beim schimmeligen See. Hier irgendwo soll es eventuell auch noch ein paar Nicht-Skorpione geben. Da war einer. Vorsichtig. Wir haben keine Powerrüstung an. Oh, 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 oh nein. Oh nein. Spritze. Alter Schwede. Bin ich safe hier auf dem Dach hier? Meine Güte. Aber er ist tot, ne? That escalate quickly. Keine Blähfliege hier. Schande. Schande, Schande, Schande. Hier auch nicht. Aber da gab's noch... Oh, die Mutti. Nimm mal mit. Nicht anrutzen lassen. Sehr wichtig. Ballistic Borg. Hab ich einen getrunken? Hatte ich einen überhaupt dabei? Oh, oh, oh. Hier krabbelt irgendwas. Achso, das ist die Mutti, ne? Das hört sich so nah gerade an. Mutti! Zack. Ausweichschritt. Und noch eine Salve. Ein volles Magazin. Ah! Ich hatte gar keine Chance zum Ausweichen. Ja, die Blähfliegendrüsen. Meine Güte, fast hätten wir sie verloren. Aber hier ist nichts, ne? Garinger Farm oder Granninger Farm. Habe ich jetzt nicht so genauestens gelesen. Wo ist hier bitte die... Ah, hier drüben. Eventuell dort. Ein paar weitere Blähfliegen. Aber nö, sieht irgendwie nicht blähfliegig aus hier. Ein paar Meyerlurks. Wir lassen sie in Ruhe. Wir haben es eilig. Wir müssen weiter. Wir sind auf der Jagd nach Blähfliegen. Eine Location habe ich noch auf Petto, wo wir eventuell ein paar Blähfliegen finden. Ansonsten Serverwechsel. Und das ist... wo ist das Rockerlager? Hier, genau. Holzfällerlager. Da können wir auch welche finden. Es gibt bestimmt noch mehr Locations, aber die habe ich jetzt auf die Schnelle recherchiert. Sonst finden wir sie an jeder Ecke. Nein. Oh, stopp, Hunde. Weg mit euch. Ein Biss und wir sind tot. Schande, Schande, Schande. Und auch hier ein sicherer Blähfliegenspot. Wenn man sie mal sucht, ne?
Ja, im allerschlimmsten Fall, wenn selbst ein Serverhop nicht reicht, müssen wir gucken. Ne? Ansonsten gehen wir da ohne Blähfliegenaufsatz in die Zone. Oh, ich würde ganz gerne das Motorrad haben. Hier in dem Spiel wäre das nicht cool. Fast so cool wie ein Pferd, aber ein Pferd wär noch cooler, finde ich. Nee, auch hier keine Blähfliege, alles klar. Wir, wir wechseln den Server. Zack, flop. Na, Blähfliege nach dem Server ab, kurz durchgesprintet. Na, weit ihr Hundis? Keine Sicht, ne? Ihr kriegt uns nicht. Ihr miesen kleinen Hunde. Flop. Flip 6-3er Loch. Und ab durch die Mitte. Okay, dann versuchen wir uns nochmal bei Freddy am Häuschen. Also nordöstlich vom Häuschen, da wo die Aufgabe ist. Sie ist doch immer noch... sie ist nicht mehr da. Aber ich setze mal den Marker. Wir wissen dann schon Bescheid. Die erste Kohle fließt ein. Was war es? Kann ich das noch sehen? Die Lackierung. Okay, müssen nochmal neue besorgen. Oh, es wird fleißig eingekauft. Nice, wir brauchen auch die Kohle. Wir brauchen Kohle für Season 11.